Hoppala, so tappst du nicht in die Stammkundenfalle. Ich selbst bin ja viele Jahre im Außendienst gewesen und es ist tatsächlich auch bei mir passiert, hin und wieder, zum Glück nur sehr selten, einen Kunden zu verlieren. Und das ist immer ein ziemlich scheiß Gefühl, wenn man schon merkt, wenn man dann aufs Kundengrundstück fährt oder man dann dort im Betrieb steht, dass plötzlich die eigenen Produkte da nicht mehr sind, sondern dass sich da schlagartig der Mitbewerber breit gemacht hat. Und meistens ist es dann so, dass der Kunde dann sagt, tja, Oliver, ich wusste nicht genau, wie soll ich dir das bloß sagen? Tja, aber ab heute gibt es keinen Auftrag mehr. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, was kannst du machen, damit du nicht in die Stammkundenfalle fällst. Extrem wichtig ist es, dass du immer alle Sinne offen hast. Häufig zeichnen sich Kundenabwanderungen ab. Das heißt, der Kunde zahlt die Rechnung schlechter. Der Kunde hat nicht mehr so viel Zeit beim Termin. Der Kunde ist kürzer angebunden. Der Kunde kauft irgendwie anders, seltener oder kauft nicht mehr so viele Innovationen oder Neuigkeiten. Also einfach ist sein Bestellverhalten plötzlich anders. Wenn du das dann nicht thematisierst, sobald du das merkst, hast du ein Problem. Weil warum sollte der Kunde auf dich zukommen und sagen, lieber Vertreter, ich überlege zu wechseln. Bitte überzeuge mich, dass ich bei dir bleibe. Das sagt ja kein normaler Kunde. Ein normaler Kunde ist in der Konsumentenhaltung. Ein normaler Kunde sagt sich, naja, so wie der Vertreter hier Gas gibt, so arbeitet er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es besser kann. Weil wenn er es besser könnte, dann würde er mehr Gas geben. Klar, es liegt auch nicht unbedingt immer am Vertreter. Manchmal ändert sich auch die Philosophie des Arbeitgebers und dadurch werden dann manche Kunden auch ein bisschen komisch und rebellisch. Aber trotzdem, es ist ganz wichtig, dass wir als Verkäufer die Verantwortung übernehmen und das dann im Zweifelsfalle von uns aus thematisieren. Beispielsweise, dass man in seine Unterlagen guckt beim Kundengespräch und sagt, Mensch, Herr Kunde, mir ist aufgefallen, Sie haben sonst bei mir alle 4 Wochen bestellt. Im Moment ist das so, das sind schon 12 Wochen her. Ich habe so das Gefühl, irgendwas ist mir entgangen. Woran liegt's? Und vielleicht sagt er dann ganz offen, was los ist. Vielleicht hat er nur ein sehr gutes Angebot vom Mitbewerber bekommen, ist dir aber sonst ganz treu ergeben. Aber vielleicht fängt er auch an und sagt, ja, und das ist erst der Anfang. Wissen Sie, es ist ja so und so und so. Aber dann kannst du eingreifen, dann kannst du aktiv werden und noch was retten. Aber wenn du selber vom Bauchgefühl aufgrund deiner Erfahrung schon spürst, eigentlich da ist was, aber du sprichst es nicht an, das halte ich für nicht gut. Also, nur Mut. Rede mit dem Kunden, die Kunden werden es dir danken. Ich wünsche dir weiterhin gute Verkaufserfolge, kommentiere das Video, welche Abenteuer hast du bisher so erlebt, was war bisher dein dreistes Abenteuer, wie hat dich bisher am originellsten oder am unverschämtesten dein Kunde bisher verlassen, schreib es gerne in das Kommentarfeld, like mein Video und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere meinen Kanal. Bis bald.